Laser als Kriegswaffen, ähnlich wie in Star Wars Filmen. Und das US-Militär entwickelt tatsächlich Kampfflugzeuge, die mit einem Lasersystem ausgestattet sind. Das soll dann ihre Piloten im Ernstfall vor Drohnen und Raketen schützen. Sehr krass. Die ersten Tests in der Luft sollen schon in 4 Jahren stattfinden. Wie das technisch funktionieren soll und vor welchen Konsequenzen jetzt Kritiker warnen, das jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Directed Energy, also zielgerichtete Energie, so werden Laserwaffen im militärischen Sprachgebrauch genannt. Laser sind mittlerweile tatsächlich technisch so weit weiterentwickelt, dass das Militär große Hoffnungen in sie setzt. Jetzt hat die amerikanische Rüstungsfirma Lockheed Martin bekannt gegeben, dass an einem ganz konkreten Lasersystem geforscht wird, und zwar im Auftrag der US Air Force. Genau genommen seiner Forschungsabteilung, dem Air Force Research Lab AFRL. Nach Angaben der Rüstungsfirma soll die US Air Force dafür 26,3 Millionen US-Dollar, also umgerechnet 22,6 Millionen Euro, locker gemacht haben. Der konkrete Auftrag: die Entwicklung eines Lasersystems für Flugzeuge, das bereits in 4 Jahren in der Praxis getestet werden könnte. Das Projekt heißt LANCE und das steht für Laser Advancements for Next Generation Compact Environments, übersetzt also in etwa Laserentwicklung für kompakte Einsatzmittel der nächsten Generation. Und jetzt ein mögliches Szenario: der Kampfjet-Pilot sieht plötzlich eine Flugabwehrrakete, die auf ihn zurast. Die erste Reaktion: ganz klar ausweichen. Doch die Rakete explodiert, die Bedrohung ist ausgeschaltet, denn der Pilot hat einen Laserstrahl abgefeuert von einer Kanone an Bord seines Kampfjets. Das wäre dann also demnächst tatsächlich möglich. Offiziell, so heißt es von Seiten der Rüstungsfirma, sollen die Laserwaffen zur Selbstverteidigung beitragen. Der US-Rüstungskonzern hatte bereits in den vergangenen Jahren zu Laserwaffen geforscht. 2014 hatten sie mit einem 10 Kilowatt Faserlaser ein Schlauchboot versenkt, und zwar auf einer Entfernung von etwa 1,6 Kilometern. In einem Versuch vor 2 Jahren zerstörte die Energie eines Lasers die Motorhaube eines Kleinlasters. Jetzt sollen die Laser so klein und leicht werden, dass sie eben auch an Kampfflugzeugen befestigt werden können. Einen 60 Kilowatt Laser, der auf ein Fahrzeug montiert werden kann, wurde bereits in diesem Jahr an die US-Armee ausgeliefert. Einer der Verantwortlichen von Lockheed Martin, Rob Afzal, bezeichnet den Plan, ein Laserwaffensystem auf einem Flugzeug zu installieren, als eine völlig neue und andere Herausforderung. Und weiter: die Entwicklung von Hochleistungslasersystemen zeigt, dass Laserwaffensysteme real werden. Die Technik ist so weit, dass sie gebaut, getestet und in Flugzeugen, Fahrzeugen oder auf Schiffen eingesetzt werden kann. Dass es überhaupt so weit kommen kann und Laser auch für das Militär höchst interessant sind, liegt an ihrer technischen Weiterentwicklung. Für Kampfjets geplant sind sogenannte Faserlaser, also Festkörperlaser, die aus einer Glasfaser bestehen und einem Metall der seltenen Erden wie Neodym oder Erbium. Die Laserstrahlung wird verstärkt durch die Länge der Faser. Diese kann allerdings aufgewickelt werden, sodass sie nicht viel Platz wegnimmt. Für ihren Betrieb braucht es Strom, der laut Militärforschungsteams ganz leicht durch Batterien bereitgestellt werden kann. Ältere Laser brauchen ein Gas oder ein Kristall als Medium. Dadurch werden die Lichtwellen verstärkt. Zudem gibt es eine genau justierte Optik aus Spiegeln. Und ihr könnt es euch vorstellen, das ist viel zu anfällig, um es beispielsweise in Flugzeugen einzusetzen. Durch die neue Technik ist das US-Rüstungsunternehmen optimistisch, schon bald erste Tests mit Laserwaffen in der Luft zu machen. 2021 soll das der Fall sein. Es gibt allerdings auch Experten und Expertinnen, die da skeptischer sind. Der US-Kongress beispielsweise schreibt in einem Bericht von diesem Herbst, dass es bereits noch viele technische Aspekte gibt, die in Sachen Laserwaffen noch nicht ausgereift seien. Auch die US-Marine und das US-Verteidigungsministerium forschen zu Laserwaffen. Die Forschungsagentur des US-Verteidigungsministeriums plant ein System mit einem elektrischen Laser, mit dem von Flugzeugen aus Bodenziele bekämpft werden sollen. Klingt alles irgendwie nach Star Wars, aber bei all diesen Plänen darf die ungeheure Macht der Strahlenwaffen nicht unterschätzt werden. Nicht umsonst ist der Einsatz von Antipersonenlasern international geächtet, und zwar in einer UN-Konvention. Das völkerrechtliche Rahmenabkommen der Vereinten Nationen heißt CCW, das ist die Abkürzung für Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons. 1998 trat das 4. Protokoll in Kraft, das den Einsatz blindmachender Laserwaffen verbietet. Die Betonung liegt auf Einsatz, denn die Entwicklung und Lagerung solcher Waffen sind von dem Verbot ausgenommen. Auch die Federation of American Scientists, FAS, in der sich zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler organisiert haben, die hat eine Warnung vor Laserwaffen ausgesprochen, denn Soldaten können beim Einsatz sehr leicht erblinden.
Ja, wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, die erste Laserwaffe der Welt. Auf Schiffen können Laser nämlich schon eingesetzt werden. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.